Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ausnahmezustandbox von Rough Fiction. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, das letzte Album ist ja mittlerweile 3 Jahre her. Das war damals Frieden. Und nach Frieden ist es jetzt Zeit für Ausnahmezustand. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, machen wir mal die Folie ab. Man sieht schon, die Box... Oh ja, man sieht es. Also die Box wölbt sich leicht unter dem Deckel und ist auch echt verdammt schwer. Also hier erwartet uns einiges in dieser Box. Und damit die Box nicht gleich vom Inhalt gesprengt wird, hat man hier so einen Sticker angebracht. Zu dem kommen wir gleich. Auf der Vorderseite sehen wir wilde Szenen. Wir haben hier ein riesen Aufgebot der Polizei. Rough Fiction Ausnahmezustand lesen wir hier noch. Alles dürfte von den Protesten damals gewesen sein in Hamburg. Von den Straßenschlachten, ich glaube, das haben alle in den Medien mitbekommen. Dann haben wir hier einen Barcode und die Credits zum Album. Ansonsten wirklich durchgängig dieses Straßenschlachten, dieses Polizeiaufgebot hier, durchgängig auf allen Seiten. Und jetzt, wenn wir dieses Siegel, diesen Sticker hier wegmachen, dann wird es die Box wahrscheinlich von alleine öffnen. Ja. Also, wir kommen zum Inhalt. Hier haben wir einmal ein T-Shirt, ein Album, ein Re-Release eines Albums, eine Bonus-EP, Panzerfreunde, das Album an sich, Ausnahmezustand, einen Patch, einen Tourflyer, eine Autogrammkarte, ein Poster, ein Sticker und ein Fotobuch. Also ich glaube, von allen Boxen, die ich bis jetzt geöffnet habe, ist das die mit dem meisten Inhalt, ungelogen. Kann mich nicht erinnern, wann eine Box so viel Inhalt hatte. Falls ihr irgendeine wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wüsste aktuell keine. So, nachdem die meisten Sachen, oder was heißt die meisten, aber viele Sachen hier noch im Plastik sind, werden wir die mal rausholen. Das werden wir noch aufheben, weil wir haben hier so eine Gebrauchsanleitung. Lassen wir mal beiseite. Dann einmal den Patch. Und dann natürlich noch die drei Alben, beziehungsweise die drei CDs. Da ist die Frage. Die haben zwar hier so eine Lasche, aber es funktioniert nicht immer so, wie man es gern hätte. So, doch. Also, einmal das Album. Nachdem das mit der Lasche nicht ganz so geklappt hat, werde ich hier nochmal das Messer zu Hilfe nehmen. Holla. Aufpassen. So, aber jetzt das Plastik etwas widerspenstig. Zum zweiten, und dann haben wir noch ein drittes Album. So, aber jetzt, das wird wohl auch ein längeres Video, alleine schon dem ganzen Inhalt geschuldet. Gut, wir starten mit dem Album an sich. So sieht das aus.
Wir haben hier wieder diese Szenen der Polizei auf der Straße. Ausnahmezustand lesen wir hier. Darüber Rough Fiction. Also 1:1 das Cover, wie auch schon auf dem Boxdeckel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 14 Tracks an der Zahl. Wir haben einige Features, unter anderem Swiss, Shocky und Tamash. 00 DAG SOP, also die beiden, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Barcode Credits. Auf der Seite lesen wir auch wieder Rough Fiction, Ausnahmezustand. Das Ganze geht dann hier auf. Dann kommen wir mal zum Booklet. Auch hier wieder die Polizei im Einsatz. Mit rotem Streifen darüber. Oi. Also hier haben wir echt alle Tracks Wort für Wort abgetippt. Jede Menge Text, ihr seht das. Okay, also könnt ihr natürlich dann nachlesen, mitrappen etc. Und wir sehen vom Artwork her, die Polizei zieht sich hier durch und durch. Jetzt würde mich allerdings doch interessieren, ob das wirklich 14 Tracks, ich glaube, jawohl, 14 Tracks waren doch wirklich alle einzelnen Tracks hier abgedruckt, nicht schlecht. Dann haben wir zum Abschluss noch die Credits und auch hier wieder eine Szene. Ich glaube, das ist auch der T-Shirt-Aufdruck, den wir dann sehen werden. Also dieser junge Mann hier. Diverse Protestler, die hier Gegenstände auf den Freund und Helfer werfen. Okay, und auch hier zum Abschluss nochmal das Polizeiaufgebot. Booklet machen wir wieder rein. Die CD in Rot mit weißem Aufdruck, Aufnahmezustand, Ausnahmezustand, Rough Fiction. So sieht das aus. Und dann haben wir auf der Rückseite noch die Instrumentals zum Album. Sehr schön. Und zum Abschluss, wer hätte es gedacht, auch wieder hier Polizei mit Einsatzschild. Hier lesen wir auch nochmal Ausnahmezustand. Gut. Dann kommen wir gleich zum nächsten Tonträger und zwar ist das Panzerfreunde, in dem Fall eine Bonus-EP. Wir haben hier einige Features, unter anderem Antifuchs, Carmo, Caputo, Serious Dan und KDM Shay, unter anderem wie gesagt. 6 Tracks und auch hier wieder 6 Instrumentals dabei, sehr schön. Ist so, ja, sieht aus wie so eine Schmuckschatulle und so ein Armbändchen oder so ein Halskettchen, Rough Fiction Panzerfreunde. Auch hier nochmal Rough Fiction Panzerfreunde EP zu lesen. So sieht das Ganze von innen aus, die CD in so einem Goldgelb mit weißem Aufdruck. Wir werden nochmal kurz ins Booklet schauen. Okay, einfach so ein Einleger mit den Infos. Wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Und hier noch die Credits. Noch hier diese Goldketten. Gut. Die CD in goldgelb gehalten mit weißem Aufdruck. Panzerfreunde EP. Auch hier wieder die Goldketten. Haben noch in keinen dieser Tracks reingehört. Bin mal gespannt. Speziell auf Antifuchs und KDM Shay. Und dann haben wir, als wäre Album, Instrumentals und EP noch nicht genug, noch ein zusätzliches Album, und zwar das XX-Album. Das ist ein Re-Release, und zwar ist das ursprüngliche Album X, damals im Jahr 2012, erschienen, von Crystal F. Und dieses Jahr damals indiziert worden. Und das jetzt ein neues Release. Also wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Auch hier lesen wir wieder Crystal F, X und das Ganze eben aus dem Jahr 2012 überarbeitet, damit das Ganze jetzt ohne Probleme in der Box als Inhalt dienen konnte. So sieht das aus, das Booklet. Wir haben hier die Infos zu den Tracks, wer waran beteiligt, wer das Ganze produziert.
ein bisschen nach Folterkeller aus. Schön gemacht. Und dann haben wir die CD. Die sieht so aus, Crystal FX. Und dahinter haben wir diverse Menschen in Unterwäsche liegen, die wohl in diesem Folterkeller bearbeitet werden. Okay, das war's soweit mit der Musik. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Hier haben wir die drei guten Herren im Wald. Es dürfte bei dem Videodreh entstanden sein, zu diesem Track. Ich glaube, Rough Armee war der Track, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier haben wir einmal den Klausi, den Arbok und natürlich den Hauke. So sehen die guten Herren aus. Steht ihnen auf jeden Fall die Uniform. Schön unterschrieben mit schwarzem Edding. Rückseite blank weiß, sehr schön. Dann haben wir einen riesen Sticker in so einem Neonorange, also richtig so Signalfarbe, Ausnahmezustand im Querformat. Sehr schön. Einen Patch, einen echt großen Patch. Rough, also erinnert natürlich vom Design her an die Rote Armee-Fraktion. Rough Fiction Armee lesen wir hier. Schwarz, Rot und Weiß, Topfarbkombination, also zum Aufbügeln. Dann haben wir hier einen Tourflyer. Hier haben wir die ganzen Tourdates, also falls ihr möchtet, dann schaut vorbei, besucht die Jungs mal live. Dann haben wir natürlich ein Poster. Einmal im Hochformat. Dieser Rough Fiction Patch nochmal. Und dahinter alles so in Camouflage-Optik. Und auf der Rückseite haben wir das Foto, das wir von der Autogrammkarte kennen, allerdings hier ohne die Unterschriften. Also je nachdem, die drei Soldaten hier im Wald stehend oder den Patch. Einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Wie immer ihr wollt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwie zusammenlegen. Jawohl. Dann haben wir ein Fotobuch im Querformat. Dieses in Schwarz und Weiß gehalten. Rough Fiction 2006 bis 2018. Ich werde jetzt nicht das ganze Buch durchblättern natürlich. Aber ihr seht schon, jede Menge Fotos aus aktuellen oder vergangenen Zeiten. Einblicke hinter den Kulissen, auf Tour, bei Videodrehs etc. Jede Menge Inhalt und auch die einzelnen Fotos hier immer betitelt. Also vom Datum her, vom Jahrgang her und wo das Ganze aufgenommen wurde. Schön gemacht, da kann man in Erinnerungen schwelgen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, räumen hier mal kurz auf, damit wir auch Platz haben. So, als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Boah, das wiegt einiges, das T-Shirt, ziemlich fester Stoff. Also, wir haben hier die bekannte Szene aus dem Booklet. Die jungen Herren hier bei der Straßenschlacht gegen die Polizei. Und der gute Mann hier mit der Adidas-Jacke scheint hier gerade einen Gegenstand, eventuell sogar diese Flasche hier oben, Richtung Ordnungshüter zu werfen. Und dann haben wir hier diesen roten Farbbalken Ausnahmezustand. Neckprint haben wir keinen. Allerdings, was für mich auch eine Premiere ist bei einem Shirt, wir haben hier innen noch einmal diesen Rough-Aufdruck. Zu dem kommen wir dann gleich noch. Vorab würde mich jetzt noch interessieren, Etikett haben wir keines, vielleicht hier innen noch, ob wir irgendwo Info bekommen. Keinerlei Vermerk. Weil der Stoff, also für alle, die das Shirt, die Box haben, greift euch mal dieses T-Shirt an, also sowas habe ich überhaupt noch nie gehabt in der Box, das ist echt sehr dichter, sehr fester und schwerer Stoff. Heftig auf jeden Fall. Wir schauen uns das T-Shirt nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Gerade auch, wenn man es dann als Maske verwendet. Also hier haben wir noch eine Anleitung, wie man das Ganze als Maske trägt. Ich werde euch das einmal
zeigen als T-Shirt getragen und einmal natürlich auch als Maske. Schauen wir uns mal an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier wieder dieses Riesenbild der Proteste gegen die Polizei und hier ungefähr im Brustbereich dann diesen roten Farbstreifen mit dem Schriftzug Ausnahmezustand. Sieht echt gut aus, hat auf jeden Fall was das Shirt. Wir schauen uns jetzt mal kurz an, wie das Ganze dann zur Maske gebunden aussieht. Und so sieht das Ganze dann als Maske aus. Wir haben hier den Ruff-Schriftzug in schwarz und weiß und einfach das T-Shirt auf links gedreht und dann die Ärmeln im Nackenbereich zusammengeknotet. Dann kommt das dabei raus und in diesem Outfit kann man auf jeden Fall dann beim nächsten Ausnahmezustand aktiv teilnehmen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, wie gesagt, entweder als T-Shirt oder als Maske zu tragen. Dann haben wir einmal den Patch, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxinhalt zähle, aber diesen Tourflyer, den riesengroßen Ausnahmezustand-Sticker in Neon-Orange, das Fotobuch Rough Fiction 2006 bis 2018, das Poster zweiseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat, dann diese Autogrammkarte im Querformat, alle drei Unterschriften darauf, das Re-Release von Crystal F's Album X, die Panzerfreunde EP und natürlich das Album Ausnahmezustand inklusive Instrumentals. Also jede Menge Inhalt, meiner Meinung nach die prall gefüllteste Box ever. Das alles in dieser wunderbaren Box Ausnahmezustand von Rough Fiction. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rough Fiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.